Das neue Content-Update zu Pioneers of Pagonia hält einige Überraschungen für uns bereit. Willkommen zurück, Freunde. Und vor allem einen Stau, wie man hier unten sehr schön sieht. Oje, oje. Ja, Version 0.4 vom Early Access Game. Wir haben und dann das neue Lagerhaus. Das ist ein großes Lagerhaus, wo wir alles, ja nicht alles einlagen können, aber sehr viel mehr einlagen können. Vor allem, wir können auch sehr viel mehr differenzieren und zum Beispiel sagen, hey, statt Grenzstein hätte ich gerne irgendwie Zement, und da macht den Grenzstein eigentlich mehr Sinn, finde ich persönlich. Und ja, ich muss ganz kurz abwarten, weil ich habe mich ein bisschen vertan hier mit dem Grenzstein, habe ich ein bisschen übertrieben hier unten. Und ja, schön hier Grenzsteine, den ganzen Wall und so, nicht richtig abgesteckt. Das heißt, versuche hier Häuser zu fällen, oder beziehungsweise Bäume zu fällen. Aber weiter kommen wir gar nicht, das ist ein bisschen doof gemacht gerade. Also mir doof gemacht, ne? Ein Entstellungsmahlzeiten, oh je. Ah doch, wir haben noch ein paar. Der Proviantmacher ist ja auch getan. Wir wollen ja noch Fische, also Dinge, Fischereien und so, Gebäude machen. Aber ich muss halt erstmal hier alles ausbauen, ne? Also. Man muss es halt immer wieder sagen, Freunde, Grenzsteine sind im Spiel so verdammt wichtig. Mittlerweile sind hungrig. Dann ist doch was. Also wirklich, ey. Die guten alten Minenarbeiter am Baustellencamp. Ja, für die ganzen Arbeiten, das wäre schon etwas. Jetzt auf neue Arbeitende warten. Bauen wir einfach mal hier hin. Weil wir nachher hier noch expandieren. Genauso wie da oben hin. Da könnte ein Auge nicht schaden, ne? So, was wir nachher machen wollen, ist endlich mal Fischerhütten zu bauen. Fischleute fischen Fische in Seen und Ozeanen. Ja, dann fischt mal, ihr Fische. Keine Planierer verfügbar. Die scheiß Planierer. So, ich schaue mal ganz kurz ein bisschen auf Speed hier. Baut Steine ab, ja, baut Steine ab. Macht mich glücklich. So. Die produzieren Werksteine und Grenzsteine. Weil ich eigentlich. Ja, gut, ne, aber auch keine mehr, stimmt. Ja, aber mach beides. Auch hier Werksteine, Grenzsteine. Grenzstein brauchen nachher direkt, um hier weiterzubauen. Ne? Also auch hier drin. Mach doch erstmal hier drin, damit er erstmal das Ding hier wegmacht. Dann hier oben. Man entdeckt. Aufgaben sind verfügbar. Ach du Scheiße. Ja, okay, okay. Einer nach dem anderen, Freunde. Einer nach dem anderen. Ganz ruhig hier. Jetzt mal ein bisschen abgrasen. Vor allem, ja, ich warte noch auf einen neuen Gegnertyp, ne? Eigentlich müsste es hier einen neuen Gegnertyp geben auf der Map. Irgendwas in der Richtung von Gespenzen, Geistern oder sowas. Werden wir sehen. So, hier bin ich fertig. Nimmt Land ein, nimmt Land aus. Moment. Ganz kurz gucken, wenn ich jetzt den wieder abreiße, weil ich mir sage, ey, der Platz ist ein bisschen doof für dich. Okay, hier kann ich gar nicht hinbauen, aber hier geht. Und dann sage, jetzt könnt ihr bitte in die Richtung weitermachen. Einfach noch den hier unten, der soll ja auch da weitermachen, ne? Also in die Richtung. Grenzsteine werden hier geliefert. Sehr gut, ich habe das Baustellencamp. Ich habe die Garnison. Überflüssigen sage ich schon, Arbeit. Oh, hier, Fischerhütte. Ein Fischer. Fischt Fische in Sinn und in Ordnung. Er braucht Werkzeuge als eine Angel. Da habe ich noch, wie viel habe ich insgesamt? Werkzeuge? Ich kann nicht drin. Natürlich, neue Items sind ja nicht drin. Super. Drei Angel. Also wir drei Stück. Oh, das heißt nur. Ich kann nur einen Fischer gerade momentan haben, wir. Gut, ich kann neue rekrutieren im Gildenhaus.
Hui, hat der aber eine Reichweite. Lecco mio. Ja, und jetzt? Willst du jetzt da rauskommen? Warst du irgendwie im Boot oder so, oder? Im Bötchen. Okay. Eine Katze. Also liebevollen Details, sind sogar zwei Katzen. Ich weiß auch nicht, aber ich finde vor allem so in den letzten Jahren aber das Gefühl, dass Spiele, die zuerst in einer Art Early Access waren und erst dann mit der Zeit zu einer vollwertigen Version wurden, sind meistens die besseren Spiele geworden im Endeffekt. Weil du halt eben mehr Entwicklungszeit hast, mehr auf die Wünsche der Community eingehen kannst und so. Ja, klar, du hast nicht von Anfang an schon das perfekte Endspiel, aber das soll ja auch nicht so sein. Wo geht der jetzt hin? Er soll sich immer stetig weiterentwickeln. Angelt. Hä? Oh! Ups! Ich sehe auch noch, wo es Fische hat. Oh, bin ich doof. Entschuldigung, mein Fehler, mein Fehler. Ich dachte, da unten wäre was. Hä? Bin ich ein Idi? So. Ja, pass auch hier oben, Mensch. Natürlich ganz weit hoch kann ich jetzt ja nicht, weil sind noch die Banditen. Das wäre ein bisschen doof. Ja, die Fische, da sieht man es doch. Okay. Hier unten. Puh. Was kann ich da noch Schönes bauen? Die Schatzkammer hier unten. Da wäre natürlich eine Idee. Dann noch erstmal die Garnison, ne? Die gebaut sein werden soll, damit ich auch ein paar meinen Soldaten so nachher dann hier hinschicken kann. Könnte auch die Militärakademie hier unten bauen. Weil ich jetzt so viel Platz hier unten habe, das ist das nächste Problem. Die mir die scheiß Bäume weg wären, können da auch ein bisschen mehr machen. Wachturm nimmt ein, Personal unterwegs. Hä, schon wieder? Also alle abgehauen oder was? Frech sowas. Okidoki. Ausgangslager voll. Der Steinmetze, wa? Steinmetze halt. Ich habe jetzt hier ein Baustellencamp. Die ganzen Tagebau, okay, die kann ich alle hier, wenn der Weg ein bisschen, naja, hölzern ist, wenn ein bisschen steinig ist, die kann ich da bauen. Das ist immer seltsame. Also finde ich persönlich, dass ich zwar ein Steinbruch und so auch dahin bauen kann, eine Steinmühle zum Beispiel geht da auch nicht. Das ist irgendwie so schräg. Also finde ich zumindest. So, auf alle Fälle sind da erst einmal zwei von den Steinbrüchen gar nicht mal so schlecht, ne? Da komme ich gut vorwärts. Also hier natürlich jetzt ein Problem habe und ich führe deswegen muss ich ganz kurz hier umbauen. Steinbruch hier zum Beispiel, so ist kein Problem. Steinmetz wird hier oben sehr schnell zum Problem. Scheiße, mal alles zurückbauen und so. Hä? Wieso hier? Bandit, Gegner. Zum Angriff! Vernichtet sie bis auf den letzten! Sind gerade ein bisschen stärker, aber gerade die falschen Truppen draußen. Also ja, schon normale Soldaten wären zwar schon stärker, aber die gehen eigentlich auch. Okay. Ein paar draufgegangen. Kann passieren.
Ja, ein paar viele sind draufgegangen. Scheiß, die waren voll. Okay, wisst ihr was? Dann. Das hier eigentlich abreißen, weil die Garnison hat ja denselben Effekt, nur dass sie noch größer ist. Dann geht doch mal da entlang. So. So, da haben wir halt gar keinen. Ne? Da muss ich dringend was dran ändern. Hier genauso. Ah, keine Wahl, ich muss da ein bisschen anders bauen. Also, die Gebäude müssen alle erstmal weg. Habe gerade ein bisschen falsch gebaut, es tut mir leid. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, eben die ganzen Steinmetzen so ab hier ungefähr, ne? Also von hier aus. Als Beispiel zu sagen, ne, ich baue vier Stück, obwohl jetzt bin ich ein bisschen sehr schräg. Das wird theoretisch dann gehen. Ein Multiselektor fehlt mir auch noch. So. Da muss gehen, oder? So. Okay, die war auch dann oben hin. Dann hatten wir hier. Ne, die Minen sind auch gut. Okay, dann machen wir aber doch nur drei Stück davon und auch hier unten noch die Mühle hin, die kann ich nach unten hin packen. Dann hatten wir hier oben einen Deckerturm. War noch ein Wachturm. Dass er da jetzt leider nicht mehr hingeht. Aber die Wachtürme sind eh immer nur temporär. Ich will jetzt eine Rolle. Deckerturm hingegen, der ist wichtiger. Guck mal bis dahin. Huch, schon wieder. Ja, ganz toll. Man nimmt Land ein, Patrouille. Eben Land einnehmen bis hierhin. Gut, wir haben gesehen, wir haben wieder viele, viele Probleme. Das Lager hier wäre auch nicht verkehrt. Da kann eigentlich direkt mal angehen. Ich brauche Militär. Ich brauche jemanden, der das Ganze ausbildet und so. Ich spreche bei der Militärakademie. Und du brauchst auch die hier. Fischer. Also Heringe kriegen sie hier, ne? Das sind also Heringe tatsächlich. Lass mich wieder ablenken. Kannst halt anklicken, weil sie im Wasser sind, wie fies. War wohl nix, wa? Das ist ein Bug, dass ich nicht anklicken kann, weil bei den Tieren im Land geht's ja. Okay, aber egal. Also, so wie es aussieht, sind das alles Heringe, die wir hier kriegen. Gut, dann kommt das also erstmal alles weg. Sammlerhütte, Warnausgangslager ist voll, da ist nichts Neues. Sammelt, sammelt. Proviantmacher, auch hier ist voll. Sägewerk ist noch im Gange. Gut, also, zurück zum Thema. Wie geht die Akademie? Hier wäre zwar eine Option, und du hättest vergessen haben, ist das Gildenhaus. Ich weiß immer wieder, wo die sind. Gildenhaus. Das Gild wird auch Liebhaus.
Baustellencamp. Du bist eigentlich hier eh auch ein bisschen fehl am Platz tatsächlich. Da wäre hier eigentlich der bessere Ort. So, und hier vielleicht direkt beide nebeneinander machen sogar. Also sprich in dem Sinne einmal das Gildenhaus. Für die Arbeit, aber auch die Militärakademie. So. Gut, weil wir brauchen mehr Militär dringend, also sprich vor allem die Wachen. Erschrickt durch Schemen. Erschrickt durch Schemen, erschrickt durch Schemen. Die sind alle so schemenhaft, wa? Er braucht dringend Soldaten mehr. Ich meine, Wachen gehen auch, aber wenn ich schon mal die Dinger machen kann hier, haben die so als Waffen, ne? Bronzeschwert, Holzschild. Okay. Mein Sägewerk und so haben wir ja, aber da ist noch ein bisschen was anderes. Eine Werkzeugschmiede, eine Holzwerkstatt, die kriege ich hier. Die Dinge hier will ich eigentlich mal weghaben. Irgendwie so temporär gefühlt, das gefällt mir eigentlich nicht so richtig. Obwohl. Der temporäre Wachturmbau, die Steinmetze, die Steinmühle, da brauche ich eh nicht so viel tatsächlich. Gar keins, da kann man bauen. Hier oben noch ein Baustellencamp hin. Hier haben wir nachher das Wohnviertel, ne, wenn eine Option. Das heißt beim Sägewerk, die kommen beide nochmal schnell weg. Hier hin, okay, das funktioniert soweit. Nicht ganz so clever. Ja, aber in diesem Run ein bisschen entschlossen, muss ich leider zugeben. Wo ich wie welches Haus bauen will. Oder das Gebäude besser gesagt. Ich habe zwei Sägewerke hier, ne? Was sind die Gebäude eigentlich alle hier drüben? Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann zur Verarbeitung, ne? Ich denke da gerade so an Holzwerkstatt, Werkzeugschmiede, weil das hier sowieso zu wenig Platz. Hier in der Mitte wäre eine Option. Ja, vielleicht doch so direkt. So, Sammlerhütte, die kommen weg. So, damit die Dinger sehen langsam besser aus hier. Okay, einen Proviant machen. Wie ist denn es hier mit Grenzsteine? Hab drei Stück von denen. Die dran sind, aber die kommen auch nicht vorwärts. Krass. Und Steinmetz, der das machen soll, aber der wird nachher pausiert tatsächlich. Also früh ist dafür. Dann die Steinbrüche. Und wieder. Da soll die ja eigentlich sorgen. Aber es ist noch zu früh, um die da hinzuschicken, um ehrlich zu sein.
So, hier das Land erweitern wird noch nicht gemacht, tatsächlich. Aber wenn ich hier schon nachher. Wobei es wieder weg war. Mit abgerissen, stimmt. So ein Häuschen, Kabäuschen habe. Da spielt einer von der Sorte, so ein Wachturm. Ich muss hier erst einmal das Gebiet hier erweitern. Vorher geht da noch nichts. Also, wenn man nachher die Holzwerkstatt hätte, dann brauche ich Schilde. Aus Laubholzbretter. Dürfte nicht so das Problem sein. Und die ganzen Materialien, ne? Wie Kupfer. Da brauchen wir viel Kupfer. Bergbaulager. Ich weiß ja nicht, hey, was das so gut ist. Was sonst so für Typen? Die Eisenbahnen. Eigentlich schon, ne? Der ganze hat sogar zweimal Eisen, der ist mein Geschmack zu übertrieben. Eisenbahnen haben wir hier noch. Silber, Silbererz. So. Finde aber cool, dass sie auch automatisch umsortieren. So, warte mal. Nehmen wir jetzt den auch nicht. Dann nehme ich jetzt hier ein neues. Der Kohle. Nee, Dinge ja auch nicht. Die kommen woanders hin. Zwei Lager mit Kohle kommen. Haben wir Kupfer, Eisen, Silber, Kohle, Ding, okay. Da habe ich gesagt, hier ist das Lager und das Ding. Das Sinn macht das so viel Einzellagern, wieder ein anderes Thema. Komm, okay, wir dürfen das schon mal bauen, weil das wir gleich mal brauchen, das Lager. Waffenschmiede und die Rüstungsschmiede, ne? Die Sammlerhütte, ja, die kommt woanders hin. Hallo? Ah, jetzt. Fangen wir mal temporär dahin, dann habe ich hier. Nimmst der. Ne, die ist gerade dran. Mach die Waffenschmiede. Bauen wir halt so. Sieht ein bisschen schräg aus hier hinten, aber ist halt leider halt so. Kommt das Ding ja noch weg. Hier war dann vielleicht irgendwie. Also sprich, die Holz oder Hütten, ne? Die kommen dann hier hoch. Irgendwo. Und hier draußen oder wo auch immer, vielleicht auch hier oben. Ist sogar besser. Ich hätte gesagt, ich mache hier eher so auch eine Art. Ja, mache der Lager oder macht er irgendwie was anderes wieder oben? Da müssen wir mal gucken. Die Holzzahnräder fehlen. Baumaterial fehlt, war erstmal Werksteine. Dann geben wir mir ein bisschen Gas hier. Junge, Junge. Kann man kaum vorwärts. Diebe! Dieb im Olymp! Ja, das ist Hering, ne? Nehmen wir die Fische mal kurz weg. Also, Sägewerk ist schon im Gang, wir haben das Baustellencamp. Etwas wurde gestohlen! Ja, ihr habt auch gesehen. Ah,
Dann packe doch mal. Wir sind es. Drei Stück davon, ne? Haben wir immer nur auf 10, damit der Rest noch hier rein kann. Die Patrouille, weil die kommen irgendwie von daher. Mal gucken, normale Wache, ne? Kann ja doch nicht schaden. Holzspeere. Ist zwar simpel, aber effektiver. Mach direkt Veteranenwache. Ne, komm, ich mache erst einmal 10 Stück von denen. Weil wir sind hier so weit bin, brauche die vielleicht wirklich noch. Holzspeere. Ich hab glaub noch ein paar. Ne, ich hab gar keine mehr. Ich hab gar nichts mehr hier. Ist alles ein Arsch. So, dann zeig ich mir bitte alles auch an, ey. So, hier durchlaufen. Das Militärwarenlager. Alles voller Lager. Voller Waren vor allem. Die Frage mal, ist das klar, wenn ich hier schon anfange wieder? Ja gut, komm. Geh mal in die Richtung. Kann man da oben anfangen, weil ich muss hier oben erstmal noch gucken. Ah, die Banditen noch wegkriegen. Okay, hier im Wachturm, wir sollen da oben hier patrouillieren. Nein, die sollen patrouillieren, hab ich gesagt. Ansonsten, aber hier sieht schon mal besser aus. Grenzstein, Bergstein, wir haben viel Stein. Da sind schon mal drei Steinmetze dran, ey. Jetzt Wachtürme, ja, bin ich dran. Drei Wachtürme bauen, Forsthaus bauen. Ja, Wämpfe hier oben tatsächlich. Unten will ich eigentlich eher weniger, wenn ich ehrlich bin. Gar keine Bergsteine mehr. Ja, ohne Waffenschmiede wird es schwierig. Deine Rüstungsschmiede noch. Kupfer dich rein und dann noch genug, wa? Cool auch. Hey, ne, irgendwie passt doch gar nicht. Wenn ich gucke, ich habe hier Werksteine. Grenzsteine, normale Steine. Ja, klar, es ist gut, ein bisschen mit uns definiert, ja. Bitte vor allem auch darum. Baumateriallager. Was soll das rausnehmen, ist da wieder weg, wa? Doof. Nee, nee, passt schon. Lass es mal. Da finde ich, das kann ich so belassen. Leute, film nicht so richtig. Ein Rohstofflager wollte ich eigentlich auch noch. Eigentlich. Wobei Werksteine anlagern, ja, läuft momentan eh ein bisschen schwierig. Machen wir hier noch Kalksteine. Weil es wäre sowieso vernünftiger ist, dass ich halt hier entsprechend dem aktuellen Status, den gerade mein Spielstand hat quasi. Das dementsprechend einordne, ne? Und sage, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe sehr viel Steine, mag ich die hier rein. Nicht, wenn ich sage, ich habe so wenig Werksteine, dass ich die hier reinpacke. Das bringt ja gar nichts. Deswegen vielleicht doch nicht so schlecht, als es momentan gerade ist. So, wir haben das noch gebaut. Baumaterial fehlt. Oh, auch Zement dafür unbedingt. Du machst momentan gar nichts, ne? Weil natürlich auch kein Ding abbauen. Stimmt. Noch ein bisschen Kalkstein abbauen. Dann kannst du in den Rau loslegen. Und die ganz anderen Dinge wie Kohle, Eisen und Silber
Schmelzhütte war hier noch, der war ganz vergessen. Stimmt, jetzt kommt sie wieder. Wobei, für die Juni noch Platz tatsächlich. Er soll pausieren. Du-du. So, Werkzeugschmiede haben wir, was wir natürlich mal brauchen dann demnächst. Wo ist die Angel? Moment, wollt ihr mich gerade verarschen? War auch jetzt hier. Hä? Angel. Okay, ich habe noch drei Angler. Wo baue ich Angeln? Hä? Das ist ein Werkzeug? Ein der Holzwerkzeug brauche ich Angeln. Ja, okay, gut. Ja, von mir aus. Kann man so machen, tatsächlich. Kann man so machen. So, Gildenhaus. Will ich ihn eh nicht ausbilden, direkt. Ah, Freunde. Stressige Folge. Tatsächlich. Wir kommen voran, wie gewohnt, aber es ist trotzdem ein bisschen stressig. Wo sehen die anderen eigentlich so aus? Die sehen irgendwie so aus, keine Ahnung. Zuerst dachte ich irgendwie an blaue Ninja oder an Power Rangers. Und dann dachte ich so, hey, die tragen ja die Zurüstung. Aus diversen Legend of Zelda Spielen. Um andererseits, ne gut, dass die Katzen in den Fisch nicht fressen, ganz ehrlich, das ist unrealistisch. Da geht ja mal gar nicht. Ah, miau. Und auch miauts, genau. Oh, das ist schön hier. Freunde mit der Fischerhütte, sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Jetzt sind ein paar, denen wir vielleicht noch eine Fischerhütte an einem See, Teich, whatever, bauen können, weil dann, ja, wird es eine andere Art von Fischen geben. Und vielleicht haben wir auch schon mal die eine oder andere Proviant, die mal so herstellen. Also ich jetzt umgezogen mit einem Fische transportieren kann oder was? Nee. Hä? Da ziehen sich jetzt irgendwie. Das klingt wie so, als wenn sie sich hier drin umziehen. Da waschen sie sich gerade nur. Einen frischen Köder für die Angel. Hm, könnte wohl auch sein. Diese Bilder sind wir das nächste Mal und natürlich dann auch müssen wir gucken wegen Banditen und Schemen. Sind die hier auf der Karte? Ist das was anderes? Hm. Wir werden sehen. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.